Das Leben in der Polarkreisregion ist ein anderes als hier und das auf eine extreme Art und Weise. Benjamin und Ingrid Hjertefolger, übersetzt Herzensfolger, ließen sich jedoch nicht beirren und verwirklichten ihren Traum. Dieser beinhaltete, mit ihren 4 gemeinsamen Kindern in einem natürlichen Haus auf der St. Hornøya Insel im nördlichen Norwegen zu leben. Ich denke auch, dass manche von euch eine bestimmte Traumvorstellung vom Eigenheim haben. Vielleicht dient die Geschichte dieser Familie ja sogar vielleicht als weitere Inspiration. Lass uns der Sache doch mal genauer auf den Grund gehen. Vor einigen Jahren begann die Familie mit der Errichtung des Hauses, welches von einer geodätischen Kuppel umgeben ist. Die Kuppel gewährt dem Haus Schutz und sorgt im Inneren für ein angenehmes, trockenes Klima. Für Solarstrom wurde auch noch gesorgt. Das Haus wurde für bis zu 6 Bewohner designt. Im Vordergrund standen Nachhaltigkeit und die Herausforderung, dem extremen Klima Herr zu werden. Schnell war klar, dass ein gewöhnliches Haus nicht gebaut werden könne. Ein Schutz musste her und diese stellte eben diese riesige geodätische Kuppel dar. Die Kuppel besteht aus vielen Glasdreiecken. Solche Konstruktionen sind auch von Planetarien bekannt. Sie zeichnen sich durch ihre Stabilität aus und können Erdbeben trotzen. Des Weiteren schützt die halbkugelförmige Glaskuppel vor Wind. Ein weiterer Pluspunkt der Kugelform ist das recht günstige Verhältnis von Material und Volumen. Über den Tag verteilt wird die geringste Sonnenreflexion erreicht. Das begünstigt das Klima im Inneren auch für den Anbau von Pflanzen. In kühleren Monaten ist die energetische Nutzung ebenfalls deutlich besser als bei alternativen Bauformen. Auch die Verteilung der Fenster kann beliebig erfolgen, was auch einen weiteren Vorteil beschreibt. Das im Inneren der Kuppel befindliche Haus vereint alte Bauweisen mit neuen Technologien des ökologischen Hausbaus. Dabei kommen die Baumaterialien aus der unmittelbaren Umgebung. Das hat auch den Vorteil, dass die Natur genau das liefert, was benötigt wird, um in den jeweiligen vorherrschenden Klimazonen auch effektiv schützen zu können. Am 8.12.2013 zog die Familie ein und sie wohnen dort immer noch. Das Haus funktioniert so, wie wir es gehofft und auch geplant hatten. Wir lieben dieses Haus. Es hat eine eigene Seele. Eine weitere große Überraschung war auch, dass wir uns neu kennenlernten, als wir das Haus gemeinsam bauten, sagte Ingrid. Der Prozess veränderte und formte uns. Der Anbau vom eigenen Essen ist nur der Anfang von einem nachhaltigen Leben in diesem Naturhaus. Das gesamte Grau- und Schmutzwasser, welches die Familie produziert, wird durch Filter wieder aufbereitet, um die Pflanzen zu bewässern und zu düngen. Auch die Reste der Früchte, wie etwa Schalen, werden als Dünger weiterverwendet. Im Haushalt werden nur saubere und wiederverwertbare bzw. biologisch abbaubare Produkte verwendet. Schließlich landet ja ein Großteil der verwerteten Produkte auch wieder im Essen. Aber wie steht es um die Haltbarkeit des inneren Hauses? Die Hjertefolger sind sich ziemlich sicher, dass das Haus für die Ewigkeit gebaut ist, sofern es trocken gehalten wird. Das Baumaterial Lehm ist robust und widerstandsfähig. Die Wände müssen nicht gestrichen oder mit Farbe verschönert werden und das verwendete Naturmaterial ist hell und freundlich. Die Atmosphäre ist einzigartig und die Ruhe ist so stark, dass man die Stille förmlich hören kann. Schwer zu beschreiben, schwärmt Benjamin Hjertefolger. Aber man muss schon sagen, wenn es dunkel ist, sieht die leuchtende Kuppel echt spektakulär aus. Im Obergeschoss kann im Bett oder in Hängematte die Aussicht auf die Berge genossen werden. Das ist auch ein Traum vieler anderer Menschen. Das war's auch schon. Habt ihr eine Traumhausvorstellung? Wenn ja, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen oder auf meinem anderen Kanal Humorautomat vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.